Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe heute eine Figur von Schleich für euch, und zwar die Schlumpfine. Ihr kennt sie sicherlich alle aus der Trickfilmserie oder auch aus den Filmen. Sie ist der einzige weibliche Schlumpf in Schlumpfhausen, bis zu dem Film Die Schlümpfe 2, glaube ich. Da kommen noch weitere weibliche Schlümpfe dazu. Das ist jetzt eine Sammelfigur, da gibt es noch jede Menge andere Schlümpfe von Schleich, die dann sozusagen Schlumpfhausen bilden, also die ganze Schlumpfwelt. Schlumpfine hat hier jetzt ihre Blume in der Hand, trägt ein weißes Kleid mit rosanen Punkten und passend dazu eine Handtasche in rosa mit weißen Punkten und dann noch weiße Sandalen mit einer rosanen Schleife. Ganz typisch hat sie natürlich die blonden Haare und diese weiße Schlumpfmütze. Ich hatte mal ein bisschen recherchiert. Ich wusste gar nicht, dass ursprünglich Gargamel ihr Erschaffer ist. Der hatte sie nämlich ziemlich hässlich gezaubert oder erschaffen sogar. Vorher gab es sie gar nicht. Und sie hatte schwarze Haare und eine wohl auch ziemlich hässliche Nase. Und erst Papa Schlumpf hatte dann sozusagen ihr jetziges Äußeres erschaffen, damit sie in die Schlumpfwelt passt. Und seitdem verdreht sie den ganzen Schlümpfen den Kopf. Mir hat die Serie immer ganz gut gefallen. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie euch die Schlümpfe gefallen haben oder ob ihr sie noch weiterhin guckt, wie euch die Filme gefallen haben, ob vielleicht auch die Trickfilmserie besser war. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!